Hallo liebe YouTuber und Zocker, Mr. Flake sagt willkommen zu einem niegelnagelneuen Projekt. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit so viel MO-Shooter gezockt, da war mir fast ein bisschen zu viel Action und Geroxor und Gerulor und Hektik dabei. Da habe ich mir gesagt, hey, du brauchst mal langsam wieder etwas Ruhigeres, was deinem Alter entspricht, wo man nicht ganz so reaktionsschnell sein muss. Und da habe ich mal auf Steam geguckt und in diversen Internetforen und habe mir mal angeguckt, was derzeit so, naja, nicht der heiße Tipp, aber was derzeit so erwähnt wird, hey, das könnte man mal spielen. Und da bin ich auf das hier gestoßen. Nennt sich Don't Starve, ist ein Indie-Spielchen, ist noch in der Beta, soll im Januar oder Februar nächsten Jahres veröffentlicht werden, wird aber regelmäßig, wie man hier unten links auch sieht, geupdatet. Das letzte Update kam vor 15 Tagen, das nächste steht bevor. Man hat also immer so ein bisschen was zu tun. Ist jetzt quasi in dem Status, in dem Minecraft früher war. Das heißt, dann immer wurde irgendwas nachgeschoben und immer wurde was dran gedreht. Hier ist es ähnlich. Und was mich sofort angesprochen hat, war halt hier, man sieht das an der schwarzen Hand hier und an dem Logo, dieses kleine, ja, ich möchte fast sagen, schwarzhumorige an dem Spielchen. Ich habe es mit Minecraft verglichen. Es ist auch so ein kleines Survival-Gamechen und man muss auch diverse Dinge craften und man wird auch total ohne Anleitung reingeschmissen. So nach dem Motto, friss oder stirb. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auf. Es ist 2D, nicht wie Minecraft. Und es ist doch etwas grafiklastiger, sprich, es hat definitiv ein Thema. Also wie man hier sieht, es ist alles so ein bisschen schwarzer Humor und schwarze Grafik und ein bisschen düsterer gehalten, als hätte man einen schlechten Traum. Und gleichzeitig ein bisschen comic-mäßig, aber das werdet da gleich alles sehen. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt, um mir die Steuerung und das Menü anzugucken. Deswegen steht, wenn ich jetzt auf Play drücke, Continue oder New Game. Ich mache natürlich ein niegelnagelneues Spielchen, damit ihr sehen könnt, was ich hier mache. Man kann auch eine neue Welt erstellen, die wird dann laut Anleitung zufallsmäßig generiert. Das probieren wir natürlich auch gleich aus, damit ich da wirklich blind rein starte. Und ihr seht, wie ich hoffnungslos versage. Also wie gesagt, Hauptziel des Spiels ist es Überleben, durch Craften, durch Craften eigentlich hauptsächlich. Dann würde ich mal sagen, wir machen eine neue Welt. Ja. Die alte wird zerstört, kennen wir. Hier kann man sich wahrscheinlich später einen Charakter aussuchen. Im Moment ist es nur der eine hier, dieser hübsche Herr hier. Das ist der Herr Wilson, P. Hicksbury. Das ist ein Wissenschaftler, der macht offenbar alles mit Wissenschaft. Ob die anderen Charaktere dann andere Fähigkeiten haben, weiß ich nicht. Das wird sich dann vielleicht im Laufe des Spiels bzw. im Laufe der Beta noch rausstellen. Ich würde mal sagen, wir springen einfach mal ins kalte Wasser und ihr guckt euch das mal an. Achso, nebenbei erwähnt, wer sich dafür interessiert, 10 Euro auf Steam. Zack, los geht's. Aha. Na, das sieht doch schon mal lustig aus hier. Offenbar wird jetzt gerade die Welt erstellt. Zack, und da sind wir. Ja, wir sind ready. Das ist der nette Herr. Der schmeißt uns hier rein. Keine Ahnung, wer das ist. Aber er rät uns, wir sollen was zu essen finden, bevor die Nacht kommt. Hier oben, in der rechten oberen Ecke, da sehen wir die Zeit. Wir fangen am Morgen an. Das Dunkle hier ist die Nacht und das Orange der Übergang. Dann haben wir hier noch die Gesundheitsanzeige, die Essensanzeige. Hier unten ist das Inventory quasi. Und hier sind die verschiedenen Crafting-Möglichkeiten. Da gehe ich gleich drauf ein. Ich fange jetzt erstmal an. Hier, Pick Grass. Ich pflücke ein bisschen Gras. So. Zack. Warum pflückst du Gras, Mr. Fleck, könnte man jetzt fragen. Braucht man für einige Crafting-Sachen. Was ist das hier? Beeren. Beeren nehme ich auch mal mit. Bären. Nee, Beeren natürlich. Flintstone nehmen wir mit. Also Feuerstein. Den Baum können wir nicht pflücken. Den können wir höchstens fällen später. Was ist das hier? Häschen.
Die hauen ab, wenn man kommt. So, aber was wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich... Ach so, wenn man was bauen kann, dann wird es hier grün. Wir können jetzt anscheinend erstmal eine Axt bauen aus den Stöckern und dem Flintstone, den ich gefunden habe. Und wenn wir dann eine Hacker-Axt haben, dann können wir auch hier mal shoppen. Shop Sui. Kennen wir auch schon. Wir sind ja alte Minecraft-Veteranen. Dann nehmen wir mal das ganze Holz hier mit und die komischen Keen-Apple. Und das Gras. So, und außer der Axt können wir im Moment nichts machen, aber wir können schon ein Feuer machen. Aus Gras und Holz. Und eine Fackel aus Stöckern und Gras. Und wir können schon... Nee, können wir nicht. Was zu essen können wir nicht machen. Aber Blümchen können wir pflücken. Keine Ahnung wofür, aber wir pflücken mal Blümchen. Und wenn der Baum schon mal da ist, fällen wir ihn auch gleich. Na, fall um. Fall um. Holz ist immer wichtig, wenn es um Lagerfeuer geht, würde ich behaupten. Vielleicht können wir auch später andere Sachen draus bauen. Keine Ahnung. Hallo Rabe. Hallo Blume. Oh, guckt mal, das Meer. Wollen wir mal schwimmen gehen? Nee, machen wir nicht. Und wie ihr seht, so langsam wird unser Magen leerer. Wir sind ja schon, naja, ein Drittel Tag unterwegs. Ein Viertel. Was ist das für ein Mini-Baum hier? So, und den Tipp, den ich mir geholt habe in diversen Foren, war, Achtung, bevor die Nacht kommt, sieh zu, dass du ein Lagerfeuer hast. Sonst wirst du von Monstern gefressen. Das soll nämlich angeblich richtig duster werden. Richtig, richtig duster. Aber wir können ja ein Lagerfeuer bauen. Ja. So. Was kann man eigentlich noch bauen? Eine Falle. Capture small creatures. Na komm. So, was mache ich jetzt damit? Irgendwo aufstellen. Na, lauf, lauf. Wofür brauche ich die ganzen Blumen zum Teufel? Soll ich einen Strauß pflücken oder was? Oder wie? So, ich arbeite natürlich fast bis zum Einbruch der Nacht. Erst dann mache ich mir ein Feuer. Bären ist auch nicht schlecht. Flint. Noch mehr Bären. Na, Flüchse. Hallo Häschen. Ja, dich hätte ich gerne in der Falle. Aber du rennst ja weg. Oder einen Raben. Brate ich mir einen Storch. Was ist das? Flint? Flint ist für Werkzeuge, glaube ich. Ja. Flint ist für Werkzeuge, definitiv. Eine Spitzhacke, eine Schaufel. Wobei ich noch nichts gefunden habe, was man ausgraben könnte, sollte. Ih, was ist das? Attack? Darf ich erstmal wissen, was das ist, bevor ich es attacke? Na, komm, einfach mal drauf. Was ist das? Hier. Au, au, au. Nee, so haben wir nicht gewettet. Geht weg. Okay, Mr. Fleck, immer auf alles draufkloppen. Ist klar. Ja, super. Wie die Amerikaner. Immer erstmal schießen und dann... oh Gott, jetzt werden wir auch politisch. Meine Güte. Ja, warum saved er jetzt? Oh, weil es dunkel wird. Super. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ich mache jetzt erstmal ein Feuer. Wohin? Hier, mitten ins Grasland.
Super. Jetzt ist ein bisschen heller, aber so richtig dunkel ist es nicht, oder? Also von wegen Achtung, das wird richtig düster. Naja. Egal. So, wir pflücken Rabbit Hole. Wo ist meine Falle? Habe ich nie eine Falle gebaut? Da! Ha! So, und nu? Warten, oder wie? Naja. Komm, wir ernten mal das Gras hier. Ich sollte langsam mal was essen, sehe ich gerade. Oh, und meine Gesundheit ist runter. Das waren bestimmt die Dreckspinnen. Ey! Falle? Ich hab Morsel. Morsel war in der Falle. Was ist Morsel? Was ist Morsel? Oh Gott, muss ich da... Ja. Nee, oder? Jetzt ist düster geworden. Ich dachte, das Feuer geht aus, aber es ist einfach Nacht geworden. Was ist das? Was ist das? Egal. So, warte mal. Kann ich hier irgendwas kochen? Guck, Tatsache. Was ist es jetzt? Guckt Morsel. Naja, gut. Und wie esse ich's? Ach so, RMB, RMB. Nee. Rechter Mausknopf. Essen. Ja, ist ein bisschen was dazugekommen. Habe ich noch was zu essen? Aha. Mhm. Eat. Was sind denn Petals? Ich glaube Samen. Kann ich die... Nee, die kann ich verbrennen. Das möchte ich aber nicht. Ich habe doch Beeren gesammelt. Kann ich die kochen? Ha, Tatsache, ich kann die kochen. Igitt, was sind denn gekochte Beeren? Auf Deutsch Marmelade oder wie? Geröstete Beeren. Lecker, lecker. So, jetzt geht das Feuer aber zur Neige. Zack, Holz hinterher. Na, wunderbar. Ich glaube, ich hab's Spielprinzip verstanden. Yay! Wie Tom Hanks hier ums Feuer. Ich bin ein Mann, ich habe Feuer gemacht. Ole. Ey, da hat ein Hase rausgeguckt. Habt ihr gesehen? Oder ich habe Haarlus, das kann natürlich auch sein. So, dann kochen wir mal die restlichen Beeren auch noch. Kann man das? Ja, man kann es hintereinander machen. So, wenn da ein Hase rausguckt, ist auch ein Hase drin. Also setzen wir mal die Falle wieder drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Feuer nachlegen, Feuer nachlegen. Nachher kommen die Spinnen an und wollen mich fressen. Das wollen wir mal gar nicht riskieren hier. So, jetzt sind wir wieder satt. Pinecone. Nee, wollen wir auch nicht verbrennen. Oh, neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. Was machen wir als erstes? Bäume fällen. Was ist nu? Ach nö. Jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Erstmal alles umhauen, was hier in der Gegend steht. Komm. Na, komm. Sammel das mal auf hier. So, ist da ein Hase drin? Jawohl, ein Häschen klein. Was ist das? Oh, Freunde, ein Felsen. Ein Felsen, ich brauche eine Spitzhacke. Wo ist er? Da, zack. Und wohin damit? Dahin. Hau zu, bau ab. Ja, und nu? Ach, man muss gedrückt halten, okay. Gold, Gold und Felsen. Gold und Felsen. Was ist das hier, ein Sumpf? Wenn ja, warum renne ich da durch wie ein Wilder? Man weiß es nicht.
Oh, da sehe ich doch noch mehr Gold, oder? Ja. So, jetzt kann ich eine ganze Menge neue Sachen bauen. Was summt hier so? Irgendwas summt doch hier. Ich höre es doch. Eine Biene! Bist du eine Biene? Nee, du stürzt ab. Du bist keine Biene. Doch, du bist eine Biene. Oh Gott, und ein Bienenstock. Ich bin ja schon weg. Ich tu euch nix. Ey. Da ist doch garantiert Honig drin, oder? So, was können wir hier Neues bauen? Eine Falle? Die brauchen wir nicht. Wir haben noch eine. Feuer können wir... Eine Science Machine. Unlock new crafting recipes. Bin ja Wissenschaftler. Sollen wir mal eine bauen? Komm, wir bauen mal eine. Ui. Ach, die muss ich platzieren. Nee, warte mal. Nee. Continue. Ich wollte nur keine Science Machine. Nee, da klopp ich diesmal nicht drauf. Das könnte da knicken. Eine Möhre. Mann, ich bin wie ein kleines Kind. Ich renne hier rum und freue mich über den ganzen Keks, der hier rumsteht. Ob man mit der Möhre und den Hasen irgendwas machen kann? Wobei, die gehen ja auch ohne in die Falle. Was ist das? Blumen, ja. Als hätte ich nicht genug. Ach, das sind diese Petals, okay. Wo kommen wir hier hin? Da ist schon wieder eine Biene. Aber im Moment habe ich noch ein Problem damit, auf die Biene zu kloppen. Die tut mir ja nichts. Also noch nicht. Wenn ich drauf klopfe, sicherlich. Ich suche gerade, ehrlich gesagt, noch etwas von den Felsen. Ach, wisst ihr was? Hier können wir mal noch eine Falle aufstellen. Hier ist ja ein Karnickelloch. Noch ein Karnickelloch. Da summt's schon wieder. Da ist so ein Honigdingens. Also ich nehme an, es ist Honig. Ich hau mal nicht drauf. Geht weg, lasst mich in Ruhe. So, wo ist meine Falle da oben? Warum rennt da keiner rein? Soll ich da mal eine Möhre ranmachen? So. Hilft auch nichts. Ich glaube, ich kann die Möhre lieber selber essen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Oder? Geht ihr da jetzt ran? Traut euch, kommt. Lecker Möhrchen. Ja, zack. Hätte da auch zusammen runtergehen können. Frag mich, was das hier für eine Anzeige ist. Auf jeden Fall habe ich null davon. Ein Felsen. Was mag dort herinnen sein? Diverse Dinge, unter anderem Gold. Scheinbar ist immer ein Gold drinne. Komm hier. Geh mal wer rein, bitte. Na, wunderbar. Geht doch. Siehst du, brauchen wir gar keine Möhre für. Mal gleich noch eine bauen. Zack, hier. Bitte sehr. Oh, und ein Felsen. Platz machen, ich komme. So, her damit. Ist wer in die Falle gegangen? Nee, ist keiner in die Falle gegangen. Ach Gott, wird schon wieder Nacht. Ah, sehr gut, ist noch einer reingegangen. So, Feuer machen, Feuer machen, Feuer machen, Feuer machen. Haben wir genug? Ja, von allem genug da. Komm, wir machen das Feuer hier, dann können wir noch ein paar Bäume fällen. Zack. Fäll das Bäumchen, komm. Er braucht aber lange für den Baum, komm.
So, und dann stellen wir gleich mal die Science-Maschine hier hin. Denke mal, das wird dann so eine Art Lager, wo wir immer wieder hingehen. Und ich muss mal dazu sagen, also dieser Grafikstil, der gefällt mir. Der ist lustig. Science-Maschine, genau. Wohin? Dahin. Geh weg, Spinne. Geh weg, Spinne. Ja, nicht... Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hau dir mit der Axt auf den Kopf. Böse Spinne. Dreckstück. Gott, oh Gott. So, dann braten wir mal ein paar Sachen. Haben wir nicht irgendwas gefangen? Hier, guck mal. Morsels, was immer Morsels sind. Nein, nicht roh essen. Du sollst sie kochen. Mann, Mann, Mann. Jeder Minecraft-User weiß doch, dass man Sachen besser gekocht essen sollte. Wusste ich vor Minecraft nicht. Hat immer etwas sehnig geschmeckt alles. Ich habe ein Feuer gemacht. Hey. So. Pflücken wir mal das Gedöns. Achso, was macht jetzt eigentlich die... Ja. Jetzt wissen wir, was die Science-Maschine macht. Unser Menü hat sich dezent erweitert. Waffen können wir bauen. Eine Kiste. Eine Bienenbox. Sieh mal an. Ein Schweinehaus. Dann brauchen wir nur noch Schweine. Ein Seil. Bretter. Warum kann ich die noch nicht... Ach, die muss ich researchen. Und wie research ich? Dafür brauche ich 50 irgendwas. Und wie kriege ich 50 irgendwas? Und warum geht mein Feuer aus? Ja, wie forsche ich denn hier, Freunde? Ich will ja forschen. Muss ich die irgendwie betreiben oder was muss ich hier machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man es erstmal erforschen, wie man hier sieht. 50, 50. 50, 50. Wie forscht man hier? Ach je. Eine Laterne. Freunde, Freunde. Das Spiel ist ja komplexer, als man am Anfang denkt. Auf jeden Fall, wie kriegt man diese... Wie kriegt man diese Punkte hier, diese komischen Hütchen da? Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Miet... oh Gott, oh Gott. Was, eine Panflöte? Papyrus? Schneidstein? Bretter? Okay, aber das bringt alles nichts. Ich brauche Glühbirnen. Keine Ahnung, wie ich Glühbirnen hinkriege. Auf jeden Fall... Ach, guck mal hier unten. Da bin ich gerade, muss ich mir merken, dass hier meine Maschine steht. Okay. So, jetzt stellen wir mal noch eine Falle. Wo ist meine Falle? Wo ist meine Falle? Ich glaube, die ist kaputt gegangen. Die hatte ja nur noch 20%. So, komm hier, neue Falle, zack. Bisschen Gras sammeln. Oh, guck mal da. Neuer Felsen. Na, du sollst den... Ach, jetzt ist der auch kaputt gegangen. Du sollst den abbauen, los. Oh, noch einer. So... Okay, neues Werkzeug können wir nicht... Was kann ich hier bauen?
Ein sicheres, effizienteres Lagerfeuer. Okay. Verbraucht aber Stein. Naja, okay. So, ist da mittlerweile was in die Falle gelatscht? Ja, sehr schön. So, gleich die Falle wieder aufstellen. Holz haben wir. Naja, wir haben nicht mehr genug Holz, sehe ich gerade. Oh, ein Weg. Wo mag er uns hinführen? Auf jeden Fall erstmal zu einem neuen Felsen. Ach Gott, ich muss drauf gedrückt halten. Ja, ja, merkst ja, Flag. So. Und jetzt hacken wir mal lieber noch ein bisschen Holz für die Nacht. So, ich weiß immer noch nicht, woher wir diese, ja, Glühbirnen kriegen. Die wir ja offenbar brauchen, um was zu erforschen. Jetzt ist unsere Axt kaputt. Super. Oh. Du sollst das pflücken. Können wir uns auch noch das dritte Werkzeug bauen? Was kann man damit machen mit der Schaufel? Bitte keine Kommentare schreiben von wegen Lochgraben, Mr. Flick. Ey, man kann Baumstümpfe ausbuddeln, okay. Wofür auch immer das gut sein mag. Der sieht aber... Was machst denn du da, Junge? Er läuft gegen den Baum. Tue er dieses... der fiel gleich zusammen. Ich weiß gar nicht, warum das Ding Evergreen hieß. So, jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Wo war meine Maschine? Ach, die ist auf der Karte eingezeichnet. Sehr schön. So, was muss ich denn mit dem Ding machen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da ein Hase drin. Und gleich den nächsten fangen, bitte. Chop Sui! Ja, ja, ich weiß, den hatten wir schon. Trotzdem lustig. Was sagt er? Take that, Nature! Sehr schön. So, wir sind ordentlich. Wir graben mal die Baumstümpfe wieder aus. Und stolpert noch einer drüber. Wollen wir ja nicht. Brav. Da ist auch noch einer. Komm. Buddel aus. Und den auch. Und da ist wieder einer in die Falle gegangen. Okay, also mit Hasen kann man sich schon eine Weile über Wasser halten. Nee, ich glaube, die muss übers Loch, oder? Na. Lauf doch nicht so panikartig hier rum. So. Hier unten noch irgendwas? Nee. Oh, oh, ich verhungere gleich. Ich glaube, ich muss mal was essen. Dazu müssen wir aber erstmal ein Feuer machen. Ja. Ein ganz normales Campfeuer. So. Und dann braten wir uns da was. Was braten wir uns denn da? Das hier. Ja, ja, ich weiß, ich verhungere gleich. Ich esse ja schon was, Mensch. Regt euch nicht auf. So, und mit diesem wunderbaren Abendmahl, weil es ist ja Abend, verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal, wenn Mr. Flag wieder durch die Wildnis stromert. Tschüssi.